Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Server 36 Video. Ich weiß gar nicht, wie viel Tag wir haben. Wir haben es auf jeden Fall 1 Uhr morgens, mitten in der Nacht. Und ja, Pilze sind da. Ich habe eigentlich mit einer Pilzaktion gerechnet. Ist auch nicht geschehen. Und deshalb habe ich nur 500 Pilze. Und wie ihr seht, wir haben hier schon ein Epic am Laden. Wir haben ein Epic Event jetzt. Und das kostet keine Pilze. Das finde ich gut. Das wird auch sofort gekauft, weil wir wollen heute mal ein paar Dungeons legen. Wir müssen nachholen. Ja, aufholen, nachholen, nachziehen. Ja. Erstmal machen wir mal Platz im Inventar. Wir haben ja eine Klospülung hier frei. Oder einen Kloplatz frei. Tun da was ins Klo. Und dann wollen wir sofort erstmal den ersten Dungeon machen, bevor wir überhaupt irgendwas blättern. Weil die Sumpfmampfe hier. Die könnte jetzt schon in dem Try liegen. Und wenn wir dann Dungeons gemacht haben, geht es um die neuen Server-News hier auf dem Server. Das ist ja super krass, was hier auf dem Server losgeht. Ich dachte, das wird ein dramaloser Server. Ist aber mehr Drama als alles andere. Nun ja. Sumpfampfe ist vorhin schon ohne Epic gut gefallen und ich hoffe einfach mal, dass sie jetzt auch mit Epic besser fällt. Wir haben nämlich viele Dungeons im Verzug. Jo, da wurde ich gespoilert. Dungeon liegt. Level 106. Wir haben ein Level übersprungen, kann das sein? Nee, kann nicht sein. Nein, nein. So, das heißt, hier kommt jetzt der grausige Gremlin. Und hier müsste jetzt der Dungeon kommen, den wir machen wollen, nämlich der Höllenklo. Da werde ich aber erstmal blättern beim Waffenladen, weil wir haben sehr alte Ausrüstung und da kann man auf jeden Fall was ausbessern. Hier geschickt 400 Rüstung. Ja, ich werde jetzt auch nicht so laut reden. Vielleicht hört man das, weil es ja spät, ne? Ja, müssen ein bisschen ruhiger bleiben. Vielleicht hätte ich auch die ruhigere Musik nehmen sollen. 216, da haben wir Mischsachen. Ich weiß nicht, ob ich die nehme ich erstmal so. Da kommen wir jetzt auch bald geschickt, aber wobei, das bringen 3000 Gold, die spare ich mir erstmal. Ein Epic wäre auch ganz cool, aber wie gesagt, ich blätter hier nicht für Epic, sondern ich will einfach nur ein paar Dungeons legen und danach wieder etwas sparsamer in die ganzen Sachen wieder reingehen. Hier haben wir auch wieder ein Misch-Item. Das ist Geschick-Item eigentlich auch besser. 208. Wir haben gar nicht so viel Gold, um uns das alles zu leisten. Das ist auch schade. Schade Schokolade. 213. Könnte man dann eigentlich auch gleich nehmen. Wir probieren jetzt einfach wieder den nächsten Dungeon. Der Höllenzyklop sollte auch liegen. Liegt sofort und wir kriegen eine Epic-Waffe. Oh, der Raketenbogen. Nice. Das ist ein Epic, was ich noch nie hatte, glaube ich. Und ich spiele das Spiel schon sehr lange. Joa, den nimmt man auch gerne, nicht wahr? Ist auch, glaube ich, ein Epic, was man für Sammelalbum gerne haben kann. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, der ist 140. Der hier ist 142, ne? Ist ein Endgegner. Der dürfte etwas schwieriger sein ohne Ausdauer. Ah, ich glaube, da bräuchten wir ein Epic für. Vielleicht für ein Epic bräuchten wir Gold. So. Da ich ja keine Quests gemacht habe jetzt gerade, habe ich natürlich jetzt ein bisschen Goldmangel. Könnte natürlich auch Geschick kaufen. Ich glaube, der Gremlin, was hat der? Der ist 144, der ist auf jeden Fall nicht dran. Also ist wirklich der hier dran. Der das schwarze Phantom. Hat 2080 geschickt, 2640, wir haben 2608. Das heißt, wenn wir eigentlich auf ein Geschick-Item umrüsten, also das alle Attributs-Item austauschen, wo wir ja hier die Brust haben, könnten wir denn schon eigentlich legen. Jetzt fehlen mir aber ein paar Gold und ich glaube, da werde ich einfach mal kurz eine Quest reinschmeißen. Hier die und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Und da sind wir wieder. Quest ist abgelaufen. Und damit kriegen wir dann das Gold zusammen und einen Zusatzpilz, der auf jeden Fall sehr hilft, um uns dann hier diese Geschickboost, war das, zu kaufen, ja. Und da kommt direkt eine Geschickwaffe hinterher, aber die ist natürlich im Vergleich überhaupt nichts gegen unsere Waffe. Und dann werden wir jetzt mal das Phantom hier angehen. Ja, warum die Videos jetzt hier so dringend sein müssen, ist eigentlich nur, ich bin das ganze Wochenende eigentlich nicht da.
Und deswegen muss ich jetzt, nehme ich jetzt das Video hier auf und dann ins 35 noch ein kleineres Video, ein bisschen Tränke blättern für die Zukunft, ja. Und dann, ja, wird das so über das Verlauf des Wochenendes kommen. Deswegen habe ich jetzt gerade Zeit, so spät nachts. Und morgen bin ich ja den ganzen Tag nicht da und am Sonntag den ganzen Tag nicht da. Und da habe ich halt keine Zeit. Ich muss auch gucken, wie ich die Alu spiele am besten auf meinen beiden Servern hier, die 300 Alu. Und ja, wäre cool, wenn das Phantom jetzt hier fallen würde. Wir haben mehr Geschick. Natürlich ist unsere Ausrüstung jetzt nicht die beste. Aber ich habe kein Gold gespart. Meine Voraussetzungen fürs Epic Event sind eigentlich eher beschissen, bescheiden. Würdest du bitte... Aber es hat einen Geschickgegner, ne? Wir kennen das ja mit den Geschickgegnern, die sind da eher... Aber ich muss heute aufholen. Ich wurde durchgereicht. Yo. Liegt. Nice. 107, ein Sammelalbum-Züpfer. Was will denn die Hexe heute? Vielleicht Brustpanzer? Hallo, Hexe? Nee, was will die denn haben? Halsketten. Habe ich heute schon einer verkauft? Nee, ich glaube nicht. Gibt 7000 Gold. Ja, nicht so geil. Aber es geht weiter mit dem Feuerelementar jetzt. Der sollte funktionieren. Ging ja vorhin auch relativ gut. Ja, also wenn er so knapp ist, dann kann der auch liegen. Oder soll ich vielleicht noch... Ah. Aber wenn er schon einmal so knapp... Also ich glaube, ein Epic würde eigentlich reichen schon. Ich weiß nicht, das hat ja, was könnte man denn noch austauschen? Ring? Ich glaube, ich blätter einfach mal nach dem Epic hier auf gut Glück. Oder nach einer guten Verbesserung. Geschick, Ausdauer. Ja, ich glaube, einfach nur was mit Ausdauer wäre eigentlich schon gut genug. Wow! Yo, habt ihr jetzt gesehen, da kommt dieses Wow. Aber das Glücksepic wollen wir natürlich nicht. Kostet auch 25.000 Gold. Das kann ich mir nicht leisten. Außer ich würde ein Epic verkaufen. Aber das möchte ich natürlich für... Aber, ja, ist mir das... Fürs Klo jetzt so viel wert? Das weiß ich natürlich nicht. Ah. Geschick, ja... Das ist natürlich das einzige Epic, was mir angeboten wird. Ein Glücksepic ist natürlich eher unglücklich. Unlucky. Geschick. Ausdauer, Geschick. Für 10 Pilze. Na. Ich muss aber sagen, ich habe viel Glück mit den Epic-Waffen hier auf dem Server. Also jetzt gerade aktuell. Ich glaube, hier kann ich... Ich probiere einfach jetzt mal weiter. Was haben wir denn? Wir haben jetzt... Haben wir noch einen Stärkegegner irgendwo? Dragon? Ich glaube, der ist 152. 154? Nee, den schaffen wir so nicht. Feuerelementar einfach weitermachen. Der wird schon irgendwie fallen. Der sieht ja immer so knapp aus. Da muss halt der Versuch kommen, wo der dann auch liegt im Endeffekt. Wäre natürlich alles besser gewesen, wenn ich Gold angespart hätte. Auf Server 35 habe ich auf jeden Fall Gold angespart, da werde ich auch sehr viele Tränke rauskaufen. Vielleicht im Zauberladen mal gucken. Da wären eigentlich auch die Tränke ganz gut gewesen. Aber aus dem Zauberladen habe ich nur die... Ah, ich gehe mal lieber in den Waffenladen. Geschick Ausdauer. Ich bräuchte ein Geschick Ausdauer-Item für einen Pilz. Wäre ganz cool. Oder ein gutes für 10 Pilze. Nee, das ist... Oder halt ein Epic. Da würde ich dann auch ein Epic für verkaufen.
Aber es kommt natürlich gar nichts. Schick Ausdauer 278 ist einfach alles scheiße. Man könnte den hier probieren. Der dürfte eigentlich vorher liegen. Ist halt nur ein bisschen stärker als der andere. Aber eben halt ein Geschickgegner und der andere, ich weiß nicht. Aber da war jetzt bis jetzt kein guter Versuch dabei. Wie man sieht. Nee. Da ist überhaupt nichts Gutes mit bei. Wäre vielleicht auch mit einer Geschickwaffe besser. Oh, da liegt er. Jo, ne? Hat sich doch alles geändert. Jetzt haben wir hier in aller Attributs-Epic. Bringt das was gegen den Magier? Ich schätze schon. Ich glaube, gegen den Magier packe ich jetzt mal das Attributs-Epic rein. Und dann sollte eigentlich auch der hier liegen. Weil alle mehr Verteidigung und so. Dafür gehen die anderen Werte ein bisschen runter. Und da liegt auch der. Und ich kriege 100er Epic hier. Nice. Wieder einen Sprung fürs Sammelalbum. Ich glaube, was kommt jetzt? Das Magma-Gigant, das ist ein Stärkegegner. Ich glaube, die Schuhe werde ich ihn verkaufen. Hab jetzt zu viele Epic schon. Und dann kann ich das wieder reintun. So. Und jetzt dürfte dann auch der Magma-Gigant fallen. Das ist nämlich ein Krieger. Und der sollte eigentlich gar kein Problem dann darstellen. Komm schon. Du auch noch. Also, die Versuche sind jetzt natürlich alle kacke, ne? Aber wenigstens habe ich jetzt schon mal auf jeden Fall was für mein Klo. Würdest du auch mal gute Versuche abwerfen? Oder ist das heute nicht drin? Alle bei 1,45 Millionen. 1,2. Hallo? Gibt's auch mal gute Versuche hier? Habe ich eine Waffe drin? Hallo? Alles richtig, oder? Ich könnte eigentlich das Epic nochmal reintun, testweise, einfach um mehr Leben zu haben. Und auch mehr Crits. Also ich glaube, das könnte man auch nochmal ausprobieren. Aber irgendwie ändert es nichts daran, dass ich nicht über 1,2 Millionen vorauskomme. Der hat... Oh, ein guter Versuch. Oh, noch ein guter Versuch. Jetzt geht's aber los hier. Und auch der liegt. Nice. So gut, jetzt haben wir 25.000 Gold wieder. Jetzt kommt hier ein 154er, glaube ich. Oder ist der? Der ist 150. Das ist der grausige Gift-Gremlin. Da brauchen wir auf jeden Fall Geschick-Equip. Und da werde ich auch eine Geschick-Waffe wieder verwenden. Die muss man auch erstmal abblättern. Ja, ich war... Aber auch Geschickschuhe. Also alle Attributs an eine Geschickwaffe reicht eigentlich aus. Und das Gold werde ich dann halt dafür verwenden. Eine gute Geschickwaffe. Das ist jetzt das, was wir wollen. Gute Geschickwaffe hier. Glück. Ne, gute Geschick. Gute Geschickwaffe. Gute Geschickwaffe. Keine Glückswaffe. Wow. Holy. Holy shit. Was ist das denn für ein krasser Bogen? Okay, den Bogen muss man nehmen. Der ist zu stark. Der ist zu stark. Der hat so eine krasse Spanne. Damn, son. Okay, okay. Überredet. Mit dem Bogen kann man wirklich viel reißen. Der ist 148, den sollte man auch viel früher machen. Ja, okay, dann machen wir den doch. Warte mal, was hat der nochmal für eine Spanne? Eine riesige, eine Riesenspanne. Dau! Tup, tup, tup. Ich weiß nicht, ob ich dann nicht vielleicht erstmal dann den noch, nur noch angehe hier.
und dann erstmal ja später nochmal nach Geschick Items blätter und dann nochmal den Endboss mache, weil jetzt reicht es auch so langsam mit den Pilzausgaben. Pilze sollen jetzt erstmal ein paar Tage halten und auch der liegt. Charakter macht ein Level up 5000. So, wie viel Geschick hat der jetzt? Machen wir mal einen Versuch gegen den grausigen Giftgremlin. 2840, das kriegen wir wie am besten rein? Durch einen neuen Ring und dass wir mal den Gürtel austauschen. Ja, das könnte man angehen. Geschick 216. Ja, 216 ist so ein Wert, den man jetzt anpeilen kann. Hier ist eine gute Geschickwaffe, aber wir haben jetzt eine richtig geile Epic-Waffe, also die kann man dann auch nehmen. Geschick 216, 213. 213 gegen alle Attribute, aber ich habe ein volles Inventar hier. Den behalte ich mal lieber fürs SA dann. Dann nehme ich mal lieber das hier mit. Tausche das aus, dann kommen wir auf 2830 Geschick schon mal. Gut, dann reicht eigentlich schon ein neuer Ring. Ja, oder ein Epic Ring. Den nehme ich auch gerne mit. Ja, den nehme ich wirklich gerne mit. 2770. Das sollte aber eigentlich dann mit Epics ziemlich gut möglich sein. Wie viel weniger Geschick haben wir? 70. Das macht gar nichts aus. Also, da stecke ich jetzt höchstens noch 40 Versuche rein. Oder 30. Dann war es das dann auch für mich. Erstmal von den Dungeons. Dann habe ich erstmal genug nachgeholt. Und auch der liegt ganz locker easy. Und damit komme ich jetzt auf 78%. So, jetzt könnte man eigentlich doch noch weiter im Dungeon machen. Warte mal, was ist davon das Älteste? Die Brust, ja, was hat die Brust? Oh, die Brust hat gute Rüstung, das heißt, das kann weg. Gut, die Schuhe kann man erstmal drin behalten. So, was kommt denn dann jetzt? Bleibt ja nur noch der Drago der Kälte, der übrig bleibt. Mit sehr vielen Epics habe ich jetzt. Also, und ich wollte ja auch nicht Full Epic abblättern hier auf dem Server. Also, jedenfalls sehr nice, was wir jetzt geschafft haben. Freut mich auf jeden Fall. Hat man auf jeden Fall schon mal wieder was fürs Klo, dass man die auch ein bisschen pushen kann in den nächsten Tagen. Hier, wie gesagt, ich gehe noch auf 260 Pilze runter oder so. 250. Dann haben wir die Hälfte ausgegeben. Das reicht ja noch erstmal. Der Drago der Kälte, der wird mir schon nicht wegrennen. Aber da war es jetzt auch bis jetzt kein guter Versuch dabei. Auf 250 runter. Und dann haben wir das. Gerade mal kurz im Gildenchat geguckt, ob da, weil ich muss da ja auch ein bisschen den Feed voll spammen. Aber bis jetzt habe ich nur zwei Sachen gefeedet. Da müsste doch auch bald der neue Dungeon-Schlüssel kommen, oder? Kann das sein? Weiß gar nicht, welcher Gegner dann auf uns wartet. Ich glaube, das müsste doch bald schon möglich sein. So, 9 Pilze gebe ich noch aus. 8. Dann heißt, ich kann noch ein bisschen skillen hier in Geschick. Mache ich dann nochmal in Ausdauer. 1 Million habe ich jetzt. Und da werde ich mich auch bald mal wieder zurück in den RAM kämpfen. Weil ich habe da auch ein bisschen verloren wegen, weil ich halt keine Pilze hatte und nicht vorangekommen bin und schlechtere Items hatte etc. Ja, das ist natürlich klar. Also kann ich verstehen, dass ich da ein bisschen abscheiße. Ja, Dungeon liegt. Das passt doch perfekt. Kriegen sogar noch eine neue Kette und die Kette kann dann zu der Hexe in den Kessel. Hier, gibt 1900 Gold. 111, was kommt da jetzt noch? Unheiliger Mönch ist ein Geschickgegner, ne? Jo, da endet dann auch unsere Reise. 256 Pilze habe ich noch. 5 Pilze kann ich dann noch hier, was kann ich noch skillen? Das spende ich jetzt der Gilde. Ich kann ja mal wieder spenden. Heute ist ja wieder 100 Alu spenden. Wir hängen übrigens jetzt am 11. Raid.
Elfter Ratio. Das Wunderlampenreich wird dann heute absolviert. Da machen wir jetzt noch einen Kampf und da kann ich dann direkt auf die Ehrenhalle eingehen. Wie ihr seht, sehen wir hier eine wichtige Gilde nicht mehr. Die... Warte mal, können wir den angreifen hier? Ja, den kann man auf jeden Fall angreifen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen für mich natürlich. Ja, das mit dem Aufsteigen in der Ehrenhalle, das wiederholen wir irgendwann später. Ja, zurück zur Ehrenhalle. Wie ihr seht, fehlt hier eine Gilde. Ja, die Sorglosen gibt es nicht mehr. Werdet ihr bestimmt auch schon in irgendwelchen anderen Videos gesehen haben. Die Sorglosen haben sich unter dramatischen Voraussetzungen irgendwie aufgelöst. Zu der Geschichte will ich eigentlich nicht eingehen. Das Einzige, was man wissen braucht, dass der Gildenleiter, der sich als Gildenleiterpuppe, vorher aber eigentlich als Mädchen oder als Frau sich dargestellt hat, die Gilde betrogen hat und dann die ganze Gilde aufgelöst hat. Ja, diese Spieler befinden sich jetzt bei Seelenblind, der Gilde von Terranigma. Zu der Vorgehensweise, wie Terranigma an die ganze Sache reingegangen ist, möchte ich mich nicht aus wirklich was sagen. Ich möchte einfach nur sagen, dass das ein falsches Vorgehen ist. Sich als Community-Gilde auszugeben und dann halt solche Sachen zu machen. Aber Näheres werde ich dazu nicht sagen. Terranigma wird dafür seine Strafe kriegen, mehr sage ich dazu nicht. Ist halt ein scheiß Vorgehen. Und ja, das heißt, wir bleiben jetzt erstmal unangefochten Rang 1. Ich denke, das wird auch so bleiben. Ich denke mal, Seelenblind wird dann bald unser neuer Konkurrent sein, aber unter dem Omen weiß ich nicht, wie lange das hält. Das ist so meine Meinung. Und ja, das war das dann erstmal von mir. Ich habe ein bisschen aufgeholt. 111, wie sieht es jetzt von mir hier in der Gilde aus? Wieder oben mit dabei, yo, wieder in den Top-Rängen, da bin ich doch zufrieden. Da möchte ich doch gerne sein, in den Top-Rängen meiner Gilde, wenigstens dort. Und generell dann auch wieder in den Top-Levels hier auf dem Server zufriedenstellen, würde ich sagen. Und damit kann ich mich auch dann erstmal verabschieden. Ich nehme jetzt gleich nochmal das S35-Video direkt danach auf. Und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich werde nicht so aktiv sein. Ich werde zwar die Videos für euch freistellen, aber nicht wirklich da sein. Und ja, das war's erstmal von mir, dem Sirzocodot auf Server 36. Server 35 kommt gleich. Und dann wünsche ich euch eine schöne Nacht oder ein schönes Wochenende. Bis dann, Leute. Ciao.